Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen tropischen Folge von Shantae and the Seven Sirens. Und der Grund, warum ich zwei Herzen mehr habe, ist, weil ich Squid Heart, wie heißen sie, Squid Hearts, Heart Squids, ich glaube Heart Squids, geholt habe, also die, wo ich holen konnte. Das heißt, sämtliche Mini-Höhlen habe ich gemacht und sowohl auch dieses Tanz-Dings da Bums, da wo du irgendwie in zwei Runden alles treffen musst. Was mich echt zur Weißglut gebracht hat, ich hätte es eigentlich aufzeichnen sollen, weil es war eigentlich super lustig. Und wir sollen zurück nach Ammo Town. Und es gab da auch einen Teleporter, den habe ich auch abgeholt. Also heißt, die ganzen Beschwerden sind eigentlich nur, weil ich dumm bin, weil du kannst dich hier in den Städten auch teleportieren. Ja, eigentlich bin ich wieder schuld, weil ich dumm bin. So, aber wir sollen nämlich jetzt zurück zum, wie heißt der, Armor Baron. Guten Tag, wie geht's denn, hä? Du bist zurück? Ich glaube es besser, Drecksack. Ich kann nicht glauben, dass du versuchen würdest, echte Menschen als Kinderspielzeug auszugeben. Vor allem solche, die so aussehen. Kein Spielzeug. Sammelfiguren. Wie auch immer, es ist unhöflich. Und irgendwie skandalös irgendwie. Skandalös. Schau dir doch mal diese Verkleidung an. Ich melde dich bei den Behörden vor. Ich liebe es auch, wie sie es einfach anzieht. Damit sie sich am besten wieder nicht bewegen kann, damit sie nochmal eingefangen wird. Ich melde dich bei den Behörden. Aber ich bin die Behörde. Dann werde ich dich für Schäden bezahlen lassen. Gib alles her, was du als schrecklicher Mensch gemacht hast. Ich nehme Bargeld. Es tut mir sehr leid. Ich bin nur ein trauriger, erbärmlicher Mann. Sag deiner Freundin Sky. Oh, auf einmal lächelt er wieder. Sag deiner Freundin Sky, dass ich meine Fehler erkannt habe. Und dass es mir leid tut, weil ich ihr Aussehen geändert habe. Von dem? Woher kommst du? Zu dem. Ich werde es nie wieder tun. Das will ich doch hoffen. Niemals. Bezahle. Oh. Und das war's. Nee, warte mal, hier ist nochmal was. Was sollen wir denn hier machen? War das dann? Ich glaube hier, oder? Nee. Wer will da noch was von mir? Hä, wer will was von mir? Warum ist hier noch was markiert? Hä? Was muss ich hier noch erledigen? Ach so. Ah, ja. Nein, ich rufe, muss jemand. Achso. Ja, gut, das ist ja die Puppe von dem alten Dude. Das heißt, wir müssen noch seine Puppe irgendwie finden. Interessant. Du hast meine gruselige Puppe gefunden. Das ist nicht meine Puppe, meine Puppe ist eine gruselige. Hä, wessen Puppe ist das dann? Ja, da war ich doch gerade. Hä? Wie viele Puppen gibt's denn in diesem Spiel? Willst du mich verarschen? Warte mal. Ja, ja, cool, okay. Ja, komm her damit.
Ach, das ist deine Puppe. Wie viele Puppen gibt es denn? Nochmal. Ah, das ist die richtige. So, schauen wir sie uns an. Das ist meine sauber perfekte Puppe. Die ist sogar noch nass. Ich bin ein Tiefschläfer. Hier. Ich habe dieses Muskelmann-Spielzeug vorhin gefunden. Ach so, wir geben. Ach so, wir sind jetzt hier also Puppendienste. Okay, Branson-Puppe warst du. Irgendwie habe ich dieses doofe Teil bekommen. Jetzt habe ich eine männliche Puppe. Wer hat eine männliche Puppe? Sir Schmetterlingsküsse, so, was ist Mr. Buttons? Jetzt geht es dir gut, ihm geht's gut. Und hier ist etwas für dich. Und da ist die gruselige Puppe. Okay, Jesus Christ. So viele Puppen. Ich sehe, dass die Halb-Genie-Tochter in die Fußstapfen ihrer Genie-Mutter tritt. Ja, die hat man ja ganz am Ende, glaube ich, vom Half-Genie-Hero noch gesehen, oder? Und zumindest die Stimme gehört. Als die Genies weggingen, hatte ich große Angst um diese Welt. Aber jetzt, wo ich dich getroffen habe... Ja, ich verstehe. Vielleicht können die Halb-Genies dieses böse Blatt eines Tages wenden. Also dann. Hinter dieser Tür liegt der große Heizungsraum. Er ist das Versteck einer wahrhaft abscheulichen Sirene, die im Dunkeln lauert. Sie hat mein Schiff versenkt. Hat meine Crew gefressen. Ich konnte nur zuschauen, hilflos und ohne Form. Du musst all deinen Mut aufbringen, denn im Versteck der Sirene spukt es. Danke dir. Ist das die Crew? Die sehen aber nicht sehr gefressen aus. Ja. Ach, warte. Ich weiß, was ich machen muss. Ah, das heißt, ich kann jetzt total viele hier holen. Ah! Okay, das heißt, es gibt da total... Also, da muss ich... Mal auf der Karte, wir haben noch keine Karte, aber es gab dann noch ein paar Dinger, wo man das aufmachen muss, sowas. Das heißt, das können wir jetzt auch machen, okay, interessant. Auch die Dinger bei Bolos Haus kann man jetzt übrigens auch verwenden, das habe ich auch schon gemacht, offscreen. Oh, what the fuck? Warum sind alle Gegner so heiß? Kann man auch nicht hin, brauchen wir auch mal die... Ah, dann bekommen wir jetzt wahrscheinlich die Fähigkeit, wo man schwimmen kann. Das heißt, da können wir uns auch richtig viele Hardscoots nochmal holen dann. Und ich kenne noch solche Plattformen. Die gab es auch in Risky's Revenge, soweit ich weiß. Und vermutlich auch in Pirate's Curse. Da hätte ich jetzt spontan keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Ih, was zum Teufel?
Oh Gott! Wann kommt die jetzt? Ja, was ist das? Was ist damit auf sich? Bringt uns aber noch nichts. Wir können aber den Giftsee zu normalem Wasser machen. Mit dem Lebensdings, aber das bringt uns eh noch nichts. Und jetzt brauchen wir hier einen Schlüssel. Oh Gott, hilf mir. Ja toll, runter komme ich nicht mehr. Ja, was ist denn das hier? Ja, genau, hier kommen wir nicht lang und da hinten auch nicht, weil da brauchen wir nämlich den Schlüssel. Hä? Ja, genau, und ihr könnt einfach durchwandern, hä? Hä? Aber jetzt mal No-Joke, was soll ich tun? Ich bin verwirrt. Jetzt sag mir aber bloß nicht, ich bin hier komplett falsch. Weil ich komme nämlich nicht mehr runter. Und das kann ja eigentlich nicht der Fall sein. Aber was ist das denn jetzt hier alles für ein Scheiß? Oder ich bin echt einfach nur wieder blöd, aber ich glaube jetzt eigentlich. Vielleicht, aber. Oh Gott, okay. Also gerade das, was ich eigentlich beim Raum vorher machen wollte, aber muss es hier machen. Ja, Spinne, Zielscheibe, Feuer und
Aber das sieht nicht. Sieht auch aus wie ein Bäcker. Und Totenschilder. Irgendwann hätte ich es selber herausgefunden. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, okay. Ja gut, also das ist das damit zu tun, hatte ich mir schon gedacht, aber ich dachte bei dem Raum, wo das eben ist, aber nee, anscheinend in dem Raum daneben, okay. Gut. Ich mag diesen Soundtrack, der spielt doch auch bei der Mine. Oder? Also beim zweiten Dungeon. Ach, guck mal an. Ah, schon mal den ersten. Den zweiten können wir, glaube ich, noch nicht erreichen. Da brauchen wir, glaube ich, irgendeine andere Fähigkeit. Oder warte, nee, das könnte sogar auch wieder... Kann man hier zurück? Ja. Moment. Ich muss mal wieder gucken, wo war das jetzt? War das hier? Könnte wieder was mit Aufdecken sein. Ja. So einfach ist es. So einfach ist es teilweise. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Fähigkeit, mit der man Double Jump machen kann. Na, ah, jetzt muss ich wieder oben rum. Ah! Junge, wie viel? Ah! Wie sah das denn jetzt gerade aus? Wie sie gerade einfach in der Luft geduckt ist. Du hast gesagt, dass du bist hergekommen, um die Stadt zu stehlen. Was bedeutet das? Meine Pläne werden verschoben. Ich warne dich, halt dich da raus. Niemals. Uiuiui. Uiuiui. Hallo. Ah, wie oft denn? Okay, wie oft schießt sie und wie oft schaut sie zu? Also dieser. Ach ja. Jetzt komm, Risky. This is getting risky. Nein! Ah! Risky, stop doing this! Oh,
weg ist sie. Na guten Tag. Shantae? Gott sei Dank geht es dir gut. Ich hol dich da raus. Die anderen, hast du sie auch gefunden? Ja, fehlt nur noch eine. Plink, Vera und Seppel sind in Sicherheit. Ich muss immer noch selbst. Was? Erfinde selbst etwas finden? Hä, ist Erfinde ein Name? Hä? Erfinde selbst etwas? Der Zombie-Halb-Genie. Sie sagte mir, ihr Name sei Ich Bin. Ich bin ein gutes Mädchen. Was? Sie ist kein Halb-Genie. Was war mir von Anfang an klar? Aber sie hat offenbar eine Freundin gebraucht, als habe ich mitgespielt. Oh nein, Lügen. Nach Aufmerksamkeit lechzen, Ärger machen, Cosplay, Zombie, das Mädchen ist... Du kennst sie? Vergib mir, ich hätte was sagen sollen. Jetzt ist sie wegen mir in diesen Wahnsinn verwickelt. Weil ich glaube, es ist meine Freundin. Ich muss sie zurückholen. Das wirst du. Hiermit. Ach, ein Safe-Forsch, okay. Ja, das sind ganz andere Verwandlungen, als man gewohnt ist, ne? Eine Fusionsmünze. Sie trägt das Zeichen eines Seefrosches. Seefrosche sind seltene Wesen, die diese Insel bewohnen. Sie können mit superschnellen Geschwindigkeiten durch Salzwasser schwimmen. Mit Hilfe seiner Fähigkeiten kannst du möglicherweise die Quelle des Bösen an diesem Ort lokalisieren. Wenn du dich in tiefem Wasser befindest, drücke einfach... Lala, okay. Wenn du langsam sein willst, halte Viereck gedrückt. Ja gut, das ermöglicht uns halt sehr viele neue Passagen, ne? Generell. Ja. Aber das sind gerade die Dinger, wo ich meinte. Ja, da ganz am Anfang gab es ja auch noch, wo du tauchen konntest, ne? Da wurde wahrscheinlich der letzte... Yeah. Ach was, ich sterb direkt? Hä, warte mal. Ach so, ich verstehe. Du kannst nicht bremsen. Du schwimmst quasi automatisch, deswegen kann man langsamer werden. Das macht natürlich jetzt Sinn. Okay, ja, du kannst nicht bremsen. Das heißt, du schwimmst, bis du irgendwas triffst in die andere, in die Richtung. Ah! Ach, leck mich doch am Arsch. Nein. Ach Scheiße. Oh. Ja, mir ist zu spät aufgefallen, dass ich von der Plattform hätte abspringen sollen. Ja, guck, du kannst nicht bremsen. Du schwimmst quasi ewig auf die in die eine Richtung. Ja. Ja, super, was ist das denn? Na ja, gut. Ah. Aha, okay. Na gut, sollte auch nicht so schwer sein. Voll, wo komme ich denn hier raus? Ich wäre fast gegen diese blöden Stacheln gesprungen. Ja, ich bin auch ein Profi, ne, in dem Spiel. Hab, glaube ich, immer noch nicht gecheckt, dass die Stacheln einen One-Hitten. Nein! Okay. Nein! Ich muss warten. So, jetzt. Ja, sag mal, wohin führen die diese ganzen Wege?
Aua. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Oh, jetzt sind sogar zwei von denen. Was ist hier los? Habt ihr es ja noch alle? Na gut. Was befindet sich dann hier? Ah. Na gut, wie komme ich zurück? Nein, muss wieder alles neu machen, oder? Sehe ich nicht ein. Ich habe da oben eh den Checkpoint, glaube ich, oder? Ja. Ja, also, sorry, aber... Das sehe ich nicht ein. So, und jetzt kommen wir da wieder nach oben, oder wie? Was mache ich denn für einen Scheiß? So, hier. Oh nee, das wird scheiße. Okay. Ja, hat funktioniert. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, ja. Ja gut, da gab es doch diesen einen Giftfluss, ne? Was sag ich hier? Wird hier wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Okay, gut. Dann juckt's nicht. Hier kannst du nochmal nach unten tauchen. What the? Gott. Wohin führt mich das? Irgendwie ist das echt cool. Oh, das ist der Boss. Nee. Ja, wahrscheinlich eher beim Giftwasser, oder? Verzieh dich! Ah, jawohl. Ja, doch, beim Giftwasser. Ja, da muss ich auf jeden Fall jetzt an die Orte zurückgehen, wo abgesperrt waren dadurch. Da gab es ja auch ein paar Höhlen. Glaube ich. Das mache ich aber auch wieder offscreen. Mit den... Oh, mir fällt gerade auf, ich muss die Folge beenden. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Shantae and the Siren in the Seven Sirens. Bis dann und ciao.